Willkommen zurück, ja, zu Harry Potter und der Zu Harry. Horn des Phönix. Was möchtest du uns fragen? Es geht um Umbridge. Sie weigert sich in Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zauber mit uns zu üben. Wissen wir. Und wir sollen euch helfen? Was meinst du, George? Bei diesem armseligen Haufen fangen wir lieber ganz von vorne an. Zauberstäbe raus! Der beste Gegner ist ein Gegner ohne Zauberstab. Zeigen wir es ihm, George? Aber gerne, Fred. Seht genau her. Expelliarmus! Er schießt auf seinen eigenen Bruder. Eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Jetzt lernen wir auch noch hier schöne richtige Zauber. Expelliarmus! Klasse! Super. Jetzt bring's den beiden bei. Du hast den Bogen raus. Geil. Boah, die arme Sau, die wird von jedem hier abgeknallt. Sogar Ron hat beinahe den Dreh raus. Klappe. Boah, hört auf, den armen Jungen die ganze Zeit fertig zu machen. Habt ihr also drauf. Aber wenn ihr wollt, dass einem Slytherin das Grinsen vergeht, gibt es nichts Besseres als Stupor. Fred, macht's euch vor. Stupor! Nicht übel. Jetzt du, Harry. Stell dir einfach vor, ich wäre Malfoy. Malfoy. Stupor! Du hast den Bogen raus. Klasse! Super, funktioniert. Wie Rons Zauber gar nichts wirkt. Gar nicht so übel. Tschüss dann. Wir haben noch viel zu tun. Leute treffen, Geschäfte machen. Du solltest die Zauber bei Gelegenheit üben. Aber womit sollen wir denn üben? Mit jedem Slytherin, den ihr seht. Bis später. Das geht in diesem Spiel. Musst du nicht zum Nachsitzen? Wir warten vor Umbridges Büro auf dich. Okay, bis später. So, wir müssen jetzt zu Umbridges Büro, oder wie war das? Tust du Ärger, Potter? Ja, genau. Jetzt dürfen wir uns mit Malfoy duellieren, oder wie ist das? Da hast du's! Expelliarmus! Boah, ist der schlecht. Boah, geil. Komm, komm. Das Kampfsystem gefällt mir gerade noch nicht so. Komm. Super, geschafft. Bah, besiegt, Dreckskind. Geh zu deinem Vater. So, müssen wir jetzt nochmal laufen oder bitte nochmal dahin laufen? Guten Abend, Mr. Potter. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Ja, weil ich die Wahrheit sagte. Ich entscheide, was die Wahrheit ist. Das ist ja eine Art und Weise. Ich soll keine Lügen erzählen. Was ist mit deiner Hand? Umbridge hat sich doch nur schreiben lassen. Ich soll keine Lügen erzählen. Reden wir mit Hermine. Sie weiß sicher, was wir da haben. Ich wurde gekratzt. Körperverletzung. Hermine, sieh nur, was Umbridge Harry angetan hat. Diese Frau ist wirklich ein Monster. Ah, sie ist ein wildes du Tier. Du musst Dumbledore davon erzählen. Ah, der will das doch auch das nur. Das gönne ich Umbridge nicht. Nun, eine Essenz aus eingelegten und filtrierten Mordlab-Tentakeln würde helfen. Aber ich muss nachlesen, wie man sie herstellt. Lass mich raten. Wir müssen zur Bibliothek? Ich weiß, dass du allergisch gegen Bücher bist, Ron. Hey, du da unten! Karte des Rumtreibers. Ich weiß, dass ich in Tu nicht gut bin. Ach, damit machen wir Orte, oder wie? Super. Bibliothek und einfach super, so Unheil klappt das dann. Angerichtet. Gut. Hey, taube Nuss, ich bin hier oben. Im zweiten Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Porträts einen Gang. Klar, dass du den Weg zur Bibliothek auswendig kennst.
Ja, wir müssen jetzt gegen dieses, gegen die Wunde an der Hand, die du eigentlich durch eine Feder, mit der man schreibt, verursacht wurde. Das wurde aber hier irgendwie jetzt auch wieder gekonnt ausgelassen. Dafür müssen wir jetzt eine Essenz herstellen, die uns hilft. Anscheinend. Magst du mich denn nicht, Harry? Du hast mich eine Ewigkeit. Boah, Alter, lass mich in Ruhe. Und ich will dir so viel Zeit. Du bist ein Geist, ich ficke keine Geister. Meine Herren. So. Wir werden irgendwann mal in diesen Geheimraum da gehen, aber ich habe da jetzt irgendwie überhaupt keine Lust zu. Da lang. So, hier lang. Ja, ja, du mich auch. Boah, wie tief geht das denn noch nach unten? Ja, putz doch. Halt, das kann man reparieren. Ich laufe vor euch weg. Hier ist auch noch was, komm. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das hier auch eben machen. Und hier auch nochmal. Hallo? Hey, na, wie ist es? Wir können die attackieren, aber ich mach's jetzt nicht. Ich will natürlich keinen Ärger beschaffen. So, jetzt hier nur geradeaus anscheinend. Nee, auf die Porträts habe ich gerade keinen Bock. Jetzt hier. Dann hier. Boah, ist so geil, dass man hier wieder durchs halbe Schloss laufen. Oder durchs ganze Schloss eigentlich fast laufen kann. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Boah, ich lauf doch schon, Mädchen. Krieg dich mal ein. Komm auf deine Tage klar. So. Hier schon wieder was zum Reparieren. Ja, dann halt nicht. Läuft einfach weiter, der Junge. Naja, egal. Jetzt hier. Boah, wie weit müssen wir denn laufen? Das ist doch nicht normal. Das gefällt mir aber gerade gar nicht, wie weit wir hier wieder latschen müssen. Ist ja fast wie in Risen. Boah, nee, wehe, den Geist gibt's ja auch wieder. Nee, dahin müssen wir. Lasst mich doch hierher, ihr ekelhaften Kinder. Bah. Eklig. Hallo, Harry. Hallo. Genau. Weil Draco ja auch ein so ganzer Mann ist. Ich bin Harry Potter, ich bin männlicher. Ich habe eine Narbe auf der Stirn. Ich wurde mit einem Stein beworfen vor Jahren. Aufregendes Leben. Das Buch müsste hier irgendwo sein. Aha. Da ist es, dort oben. Das brauchen wir. Wie kommen wir darauf? McGonagall hat uns noch nicht beigebracht, wie man sich in einen Vogel verwandelt, oder? Einen schönen Tag wünsche ich. Schön. Wingardium Leviosa! Ist klar, und jetzt fliegt dieses Teil wieder weg, oder wie? Verarsch mich doch. Genau, jetzt muss ich nämlich hier wieder anscheinend runter an diesen Tisch da hinschieben, oder wie läuft das jetzt hier? Alle gegen euren Kopf hier. Mal kurz gucken. Jo, ist klar. Wie oft geht dir der Spaß jetzt hier so? Also hat man jetzt mal eine vernünftige Aufgabe und nicht dieses komische Laufen in Harry Potter 4. Also diese 3D-Perspektive gefällt mir tausendmal besser als diese 3D-von-oben-Perspektive. Also diese 3D-Vogel-Perspektive. Ich hoffe, man versteht... Das ist mir scheißegal, was das hier ist.
Es macht Spaß, mit diesem Ding hier um sich zu werfen. Das ist eine Bibliothek. Ja, ich hab's verstanden. Also. Hätte ich doch nur meinen Besen. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Ich weiß es gerade nicht. Das richtige Buch. Das ist aus der verbotenen Abteilung. Es muss ausgebüxt sein. Wir sollten uns irgendwohin verziehen, wo wir es ungestört lesen können. Wie wär's mit der Toilette der maulenden Myrte? Tolle Idee. Jetzt müssen wir mit Sicherheit die Toilette der maulenden Myrte finden, ne? Tee. Myrtes Badezimmer. Super. Geil, dass man hier echt überall hinlaufen kann. So, hier lang muss ich. Einen schönen Tag wünsche ich. Tschüss. Gleichfalls. Ach, das Spiel ist super. Jetzt haben wir das Buch und müssen zur Toilette der maulenden Myrte. Hast du gesehen, wie viel schöne Wendung. Uns aufgegeben hat? Tja, kennst du hinsetzen und Hausaufgaben Was machen? Jetzt an? Ich muss zum Klo eines Geistes. Ich mag das mit den Charakteren hier zu reden, die einfach ihre Kommentare abgeben. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich auch. Also, ich hoffe, dass man mich einigermaßen hört. Ich habe den Sound noch nicht getestet, ob das jetzt so passt. Aber es müsste eigentlich. Von den Einstellungen her. So, jetzt hier rechts. Rechts in Hogwarts. Oh, das ist super, das Spiel, ehrlich. Das macht mir mal wieder ein bisschen mehr Spaß als das eine Mal, weil man hier normal laufen kann. Aufgaben erfüllen. Anstatt so komische trimagische Schilde zu sammeln. Die Toilette der maulenden Myrte. Keine Ahnung, warum es in die verbotene Abteilung gehört. Ein Buch über die praktische Anwendung von Zaubern. Das ist es also. Praktische Anwendung. Ich wette, Umbridge hat es dort hingestellt, damit wir keine Zauber üben. Na los, Harry, welchen sollen wir lernen? Der eignet sich für den Anfang ganz gut. Incendio. Hier steht, man soll den Zauberstab ausrichten, ihn dann so schwenken und den Zauber sprechen. Suchten wir nicht einen Zauber für, Incendio! Für Dings? Incendio! Wir suchen noch einen Zauber für die Hand. Suchen wir es mal bei den Lampen hier. Na los, Harry. Wir haben doch eine Dings gesucht. Nee, hier auch noch? Oder wie war das? Ja. Nein. Licht aus! Ich hab Kopfschmerzen! Ah. Du bist Harry. Du hast versprochen, mich zu besuchen. Dann lass mich doch einfach meine Ruhe. Hallo, Myrte. Warum trägst du eigentlich eine Krawatte? Bist du ein Kerl? Ich meine jetzt die Myrte. Das Buch ist wirklich nützlich. Wirst du uns zwingen, es zurückzubringen, Hermine? Bibliotheksbücher sind zum Ausleihen da, also tun wir nichts Unrechtes. Verlasst euch auf mich. Gehen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir müssen uns auf unseren Hogsmeade-Besuch vorbereiten. Habt ihr keinen anderen Unterricht? Sirius! So, Umbridge macht also Schwierigkeiten. Sie lässt uns nicht zaubern. Tja, weil Fudge denkt, dass Dumbledore in Hogwarts eine Zaubererarmee aufbaut. Da kommt jemand! Tut mir leid, ich muss jetzt hier weg. Tschüss. Mann, verflixt. Klasse. Voldemort ist auf dem Vormarsch und Fudge hilft ihm noch dabei. Was sollen wir bloß machen? Irgendwie geht mir die Story zu schnell voran. Das gefällt. Wir müssen uns selbst verteidigen können. Und wenn diese Umbridge uns das nicht beibringt, muss ein anderer uns unterrichten. Wer will schon von mir was lernen? Klar, die Dümmsten zeigen wenn als erstes auf. Wenn du das wirklich erlebst, ist das nicht wie in der Schule. Wenn du um ein Haar ermordet wirst. Oder wenn ein Freund stirbt direkt vor deinen Augen. Du hast recht, Harry. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Wir haben sonst nicht die geringste Chance gegen... Voldemort!
Dumbledores Armee. Wir werden... Hey! Wir müssen die... Suchen wir ausrotten. Nein, okay. Schluss mit Spaß. Was ist? Ja, also erstmal mache ich jetzt hier einen Cut. Die Story geht irgendwie total schnell voran. Wir sind jetzt schon bei dieser Armeegründung im dritten Part. Und das, naja, ob mir das gefällt, werde ich hinterher sehen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.